Moin Leute und herzlich willkommen beim neuen Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken und bin natürlich auf eure Meinungen gespannt. Stephanie Almagar ist laut eigenen Aussagen ein Medium, die Geister von Zeit zu Zeit hören und auch sehen kann. Unter anderem schildert sie ein Erlebnis, wie verschiedene geisterhafte Gestalten von außen durchs Fenster in ihr Haus starrten. Das folgende Video zeigt sie beim Versuch, den Leuten im Internet zu beweisen, dass bei ihr etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, indem sie zunächst zeigt, dass niemand außer sie zu dem Zeitpunkt zu Hause war. Während des Videos hört man immer wieder den Feuermelder piepen, den sie selbst als voll funktionsfähig bezeichnet. Jedoch ist dies allein natürlich noch kein Beweis für nichts, da viele Feuermelder heutzutage eine Macke haben und fröhlich vor sich hin piepen können, bis man wahnsinnig wird. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Doch während das Video seinen Lauf nimmt und sie die Erkundung fortsetzt, passieren Dinge, die man teilweise erst auf dem zweiten Blick sieht. Während sie in ihrem Schlafzimmer ist, hört man kurz vor dem Piepen des Feuermelders eine Art Grunzen, das wie das eines Schweines klingt und man ohne Kopfhörer kaum wahrnimmt. Aus diesem Grund zeige ich euch nun den normalen Clip und wiederhole es im Anschluss mehrfach mit Audiobearbeitung. Linen closet, it's a mess too, and that's pretty embarrassing. My room, nobody, nothing. Oh, did you hear that beep? That was pretty loud that time. Nobody behind my door. Kurz danach begibt sie sich ins Esszimmer des Hauses, wo sie nach einem weiteren Zeichen des Geistes fragt, als plötzlich Gruseliges geschieht. Look, do you see this? There is nobody in this house. The TV just came on. Holy crap. I'm gonna reach down and turn it off. If that was a ghost, give me another sign. Anything. You gotta be kidding me. Does everybody see that? The light. Nachdem das Licht wiederholt an- und ausgeht, begibt sie sich zum Schalter, um zu zeigen, dass das Licht nur von diesem Schalter aus an- und ausgeschaltet werden kann. The lights are right there. If anybody at all, I'm gonna turn it off. It was even up. Look, if anybody... Holy fuck! What the shit? Oh my God! Okay, did that door... Na, ist euch was aufgefallen? Während sie in Panik ausbricht und wegrennt, nachdem die Zimmertür rechts von ihr von selber zugeht, sieht man innerhalb des Zimmers etwas Gruseliges stehen, das wie eine merkwürdige Gestalt aussieht. Doch es gibt noch eine letzte Stelle in dem Video, bei der ich zugeben muss, dass ich beim Gucken fast vom Stuhl gefallen wäre, die sich jedoch als optische Täuschung herausstellte, die ich euch aber dennoch nun präsentieren will. What the hell? There is nobody in here. Look. There is nobody anywhere. I just went through here. I'll show you every room again. Look. I'm gonna put this rock back on. What the hell? Right there. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich sah es aus, als würde das Gesicht einer alten Frau vor der Kamera schweben, die, sobald das Licht angeht, verschwunden ist. Aber natürlich werden es wohl die Duschvorhänge gewesen sein. Ein sehr merkwürdiges Video wurde von Amy Edmund hochgeladen, das, wie sie beschreibt, eine Aufnahme zeigt, die vom Bewegungsdetektor ihrer Überwachungskamera ausgelöst wurde. Sie selbst fragt sich, ob es ein Glitch in der Kamera ist. Ich frage mich vielmehr, ob es ein Glitch in der Matrix ist. Lasst mich gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. YouTube-Nutzer William Davis, der von sich behauptet, seitdem er 11 ist, mit Geistern kommunizieren zu können, uploadete ein Video, das er gefilmt hat, nachdem er, während er im Bett lag, von merkwürdigen Geräuschen in seinem Schlafzimmer aufgeweckt wurde. Im Video hört man neben wiederholten Klopfen, das laut William von seiner Zimmertür kommt, auch ein kurzes geisterhaftes Atmen,
bei dem man natürlich nicht mit Sicherheit sagen kann, ob es von ihm stammt. Ein weiteres Video, das er 2 Wochen später hochgeladen hat, zeigt, dass Geister nicht nur in der Dunkelheit ihr Unwesen treiben können, sondern auch tagsüber gerne mal das ein oder andere Chaos stiften. PlayStation games fell down. I'm sick and tired of doing this. Sorry about the angle. That's what I have to put up with. Im weiteren Verlauf des Videos ist ein deutliches Knurren zu hören, bei dem ich erst dachte, dass es sein Magen sein könnte und bin mir nicht zu 100% sicher, ob es so ist. Auf jeden Fall hört es sich äußerst komisch an und ich werde euch das Video jetzt erst einmal normal und danach mehrfach mit Audiobearbeitung vorspielen. Was denkt ihr, was William bei sich zu Hause hat? Einen bösen Geist, der ihn vertreiben will? Oder ist das alles nur ein böser Streich, den er uns spielt? Bevor wir zum letzten Clip kommen, bitte ich euch, falls euch das Video gefallen hat, das doch gerne mit einem Like oder einem Abo zu zeigen. Damit unterstützt ihr den Kanal und verpasst garantiert keins der zukünftigen Videos. Eine Reddit-Nutzerin aus Schweden postete dieses Video einer Instagram-Story ihrer Freundin, die auf dem Weg zu einem Arzttermin war, bei dem sie durch ein kleines Waldstück laufen muss. Ich bin auf Weg zu meinem Psychologen jetzt und er hat mir erlaubt, mich zu schauen auf Mail Murder diese Woche. Und ich frage, was er kommt stellen für Diagnose auf mich. Und also, es ist so jävla fucking halt, helt jüttigt hier in der Skogen. Die Person selbst glaubt nicht an das Paranormale,
und wurde erst durch Freunde darauf aufmerksam gemacht, die die Kreatur in ihrem Video entdeckt haben. Und falls ihr euch fragt, welcher Arzt denn abends Termine macht, weil es so dunkel ist im Video: in Schweden ist zu dieser Jahreszeit der Tag extrem kurz. Und zum Beispiel im Dezember scheint die Sonne sogar nur 6 Stunden. Was glaubt ihr, was dieses Wesen sein könnte? Ein schwedischer Waldtroll? Oder nur ein ganz normales Tier, das uns trollt? Und damit sind wir wieder am Ende des Videos angelangt. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Eure Mythenecke.